Okay, ich habe mich auch gerade gewundert. Ich dachte, wir sind ein Assassine. Und kein Templer. Habe ich irgendwas falsch verstanden? Ihr habt das gesehen, oder? Wow. Allerdings, wow. Hathams Amulett aus London muss der Schlüssel sein. Wir wissen, wie er aussieht, aber wir haben ihn noch nicht gefunden. Desmond, du musst weitermachen. Er ist auch dein Vorfahr. Hüpf du doch in den Animus. Im Ernst? Das ist deine Antwort? Du benimmst dich wie ein Sechsjähriger. Was stimmt nicht mit dir, Desmond? Was nicht stimmt? Du behandelst mich, als wäre ich nicht hier. Desmond, tu dies, Desmond, tu das. Desmond, du findest es besser raus, weil die Sonne uns alle zur Asche verbrennt. Und ich weiß, ich war sehr nett zu dir, aber eigentlich bin ich nur ein weiterer Templerverschwörer. Und fänd's klasse, wenn du von einem Weltraumzauberer kontrolliert wirst, damit du mich umbringen kannst. Da hast du deine Antwort. Ich hab satt, eine Schachfigur zu sein. Ich dachte, mit dir wär's anders. Du bist mein Vater. Du bist nicht besser als die Scheiß-Templer! Vergleiche mich nie wieder mit diesen Bastarden. Verstanden? Alles, was ich tue, alles, was ich je tat, tat ich für dich. Vielleicht bin ich manchmal zu hart oder verlange etwas zu viel. Aber denk bitte daran, worum es hier geht. Reiß dich zusammen. Du musst dich zusammenreißen. Uns rennt also, die Zeit davon. Das war ungewöhnlich. Ich tue jetzt einfach so, als wäre das hier nie passiert und fang mal an, euch alle auf den letzten Stand der Dinge zu bringen. Es sieht nicht gut aus. Anscheinend bezieht dieser Tempel Energie aus einer Reihe von... Ich schätze, es sind Batterien. Eine hast du schon gefunden, aber mehr sind nicht da. Zumindest nicht hier unten. Eine Idee, wo wir Ersatz finden könnten? Vielleicht. Ich will mich in die Abstergo-Datenbank einschleichen. Wenn es gelingt, diese speziellen Geräte mit ihren Daten abzugleichen, habe ich vielleicht Glück. Schau, was du tun kannst. Aber sicher. Übrigens, Desmond, du kannst dich hier umsehen oder wir gehen zurück zum Animus. Okay, jetzt können wir uns hier mal umschauen. Die waren anscheinend auch sehr davon überrascht, dass es jetzt ein Templer war und kein Assassine. Also ich hatte nur mal kurz in das Assassin's Creed 1 reingeschaut bei dem Let's Play da. Und da waren es ja auch Assassinen und es ging ja irgendwie immer um Assassinen gegen Templer. Aber ich bin leider mit der Lore nicht ganz so vertraut, da mir einfach die ersten zwei Teile fehlen. Ich denke mal, ich werde mir irgendwann die mal komplett anschauen müssen. Was war das da jetzt gerade? Die wiege Taste drücken. Oh, jetzt habe ich mich wieder hingelegt. Okay, dann mal los. Und Don Misero Hetzdanyo. Oh ja, aber und der hier. Die Zeit verging und wir wuchsen ein Kind. Und dann kam er auf die Welt. Er hat viel seiner Väter, aber auch von mir, dass er nicht fremdartig wird. Am Ende macht es keinen Unterschied. Mein Volk liebte ihn als einer der ihren. Manchmal vermisse ich Hesseln. Vielleicht hat er mich sogar geliebt und... Ach, das geht mir zu schnell. Bräuchte ich echt ein bisschen mehr Zeit, um das wirklich vorlesen zu können. Jetzt sind wir anscheinend bei den Indianern.
Und der Hathaway hat anscheinend mit der Indianerin ein Kind gezeugt. Das wird er wohl sein. Guten Morgen, Mutter. Was führst du in Schilde? Nix, ich hab nur... Komm, spiel mit uns. Die anderen sind auf der Jagd und wir langweilen uns. Na los, aber verlässt das Tal nicht. Ah, anscheinend spielen wir jetzt den Jungen. Spielt nicht im Matsch. Es hat mich Tage gekostet, die Flecken aus der Kleidung zu waschen. Wie die Tiere. Okay, jetzt können wir uns anscheinend erstmal in Boston nicht mehr umschauen. Connor. So heißen wir anscheinend. Hier sind auch wieder Aussichtspunkte. Eine Feder. Na, schauen wir mal, wofür die Feder ist. Sagen wir, folgen jetzt einfach mal den Kids da. Seid vor Sonnenuntergang zurück. Hi, Star. Ja, ja, Mama. Hi, Star. Also wenn man sich hier mal so umguckt, sieht das hier alles ganz anders aus als immer in den ganzen Wildwesten-Filmen. Da hatten die Indianer immer nur ihre Zelte und so. Und hier ist ja ein richtiges Fort mit Holzhütten. Pass auf, das Kind nicht das Tal verlässt. Wir werden das Tal nicht verlassen. Keine Frage, wir sind doch ganz brav. Wölfe, die größer sind wie ein Bär. Und komische Männer, die Feuer mit ihren Händen verschießen. Ich hörte, sie leben in Dörfern aus Stein. Ah, die haben noch kein großes Weltbild. Und überall... Ah, wir sind fast da, okay. Was sollen wir spielen? Verstecken. Das gibt's in jeder Kultur. Zieht. Ich wette, wir müssen suchen. Tja, wie war es auch anders zu erwarten? Okay, dann suchen wir die Kids doch direkt mal. Hinweise analysieren. Analysieren Sie Hinweise, um Ihre Ziele aufzuspüren. Da hinten ist irgendwie was? Wieder ein Hinweis? Analysieren wir den auch direkt mal. Ah, dann werden die grünen Kreise also immer geringer, wenn man Hinweise analysiert hat. Und das grenzt dann das Versteck ein. Wo wir die Fauler verfolgt haben, war mir das nicht wirklich klar, wie sich das verhält. Wahrscheinlich ist er hier drin oder so. Alle Kinder finden, ohne einen Fehler zu machen. Okay. Das war es anscheinend nicht. Da oben ist was. Du bist gut darin. Okay. Wir haben auch ein Zeitlimit, sehe ich gerade. Gucken wir mal. Was ist das hier? Halt, muss ein bisschen beeilen. Hey,
Hier ist noch ein Hinweis. Das Ganze ist aber nicht wirklich eingekreist, oder? Da oben ist auch keiner drauf. Ah, da ist wieder was, so ein Heuhaufen oder Laub. In den Dingern scheint sich keiner zu verstecken. Dabei finde ich, ist es so das Naheliegendste. Ah ja, da waren auch welche. Ne, nicht da rein. Weiter. Ein Kreis fehlt uns noch. Ja, das ist ja so ein Haufen. Aber erstmal den Hinweis hier. Würde mich jetzt wundern, wenn da noch einer in so einem Haufen ist. Weil hier recht viele Haufen sind. Den Fehler haben wir ja sowieso schon gemacht. Ein Fuchs. Ach, hier ist noch ein Hinweis. Können wir das Ganze vielleicht noch ein bisschen mehr mit einkreisen. Okay, der Kreis wird also nicht mehr kleiner. Schauen wir mal. Ah, und da war er. Oder sie. Wir schreien und tun, als wären wir ein Bär. Okay, gehen wir mal da zu dem Baum zurück. Können wir nach Muscheln suchen, wenn wir fertig sind? Können wir bestimmt machen.